Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards Teil 2. Wir befinden uns vor Mengbilla, haben im letzten Video die... Oh. Okay, einer der Stützpunkte wird angegriffen. Ich wollte eigentlich jetzt Mengbilla angreifen, weil wir das letzte Kartenfeld erobert hatten, abgesehen von Mengbilla. Die Tage, da der erste Kyrios seine Gemahlin unterschätzte, waren endgültig vergangen. Sein nächster Schlag traf die Verteidiger mit voller Wucht. Na gut, dann ist der Gemahl halt etwas sauer jetzt. Verstehe. Und wir können alle mitnehmen. Dann machen wir das doch auch so. Und ein paar Fernkämpfer. Okay, das war da, wo wir den Schwarzoger bekommen haben. Die kommen alle von hier und sind alles Insekten. Da ist also ganz gut, dass wir ein paar Fernkämpfer haben. Was ist das hier? Barrikaden, okay. Schutzbarrikaden. Frage ist, können die da drauf? Heilwasser! Sehr geil. Würde ich auf jeden Fall haben. Ich hoffe, die können das nicht auch nehmen. Giftfass? Uhuhuhu. Lampenöl, Lampenöl. Das finde ich super. Die zünden wir alle an. Lampenölfass, Lampenölfass. Das brauchen wir nicht. Schutzbarrikade ist nicht schlecht. Hä? Moment. Ich wollte eigentlich da noch eine hin. Naja. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Tja, wo setze ich den hin? Da, als da stand. Den Meuchler, den tue ich mit dazu. Und den Faramut auch. Und wir positionieren hier eine Fernkämpfer. Abwarten. Pfeilhagel. Ja, das ist natürlich ein Problem. Jetzt alle so einen machen. Nö, ging aber gut. Abwarten. Kannst du was Neues? Nö. Kannst immer noch nichts. Kannst nur draufhauen. Hätte vielleicht einen Nahkämpfer da lassen sollen. Okay, wir fangen erstmal hier mit an. Wir wollen dieses Fass in die Luft jagen, damit ihr da schön Gift habt. Sehr gut. Hoffentlich bleibt das lange. Kriege ich nicht mit die eine, ne? Okay, dann machen wir doch einen Dreier. Dahinter ist noch ein Giftfass. Sehr gut. Ja, der ist recht nah. Aber wir müssen ja auch was tun, damit er uns nicht verletzt. Also ballern alle jetzt mal einmal drauf. Nachschub. Nö. Kannst du eigentlich das neue Scharfschütze? Zählter Schuss, hat sich nichts getan. Pfeilhagel ist immer noch nicht da. Oh, ist einer neben mir, ne? Hm. Ich
Ich glaube, wir schicken mal den Assassinen zurück. Das ist ein bisschen doof hier, dass sie da keine Nahkampfunterstützung haben. Warum auch immer die alle hier hingehen. Abwarten, abwarten. Du darfst durch die Tür. Abwarten, abwarten. Au. Victory! Also die Verteidigung war easy. Ich würde sagen, wir rennen jetzt direkt mal gegen Mengbilla. Witzfigur, was wollte der denn von mir? Aber wir machen da ein Testo noch rein. Neu. Testo. Und greifen Mengbilla an. Über das geheime Manntor. Endlich stand Cassia vor den Toren ihrer Heimatstadt. Kalt blickte sie auf die glänzenden Kuppeln und Türme herab, die Hände in den Ärmeln, um zu verbergen, wie sie zitterten. Da wären wir also. Stumme Legion! Dies sind die Worte des ersten Kyrios! Schwört Cassia von Tennos ab und alle Strafen werden euch erlassen! Alle Sünden werden vergeben! Erneut soll euer Platz an der Seite des Großemirs sein! Schwört der Verräterin ab! Oder der Bann des Schweigens wird euch treffen! Die Stadt ist ruhig. Seht ihr die Katapulte auf der Anhöhe? Schickt eine Handvoll meiner Söldner dorthin. Besser, die Felsen fliegen unseren Gegnern um die Ohren als uns. Guter Plan, guter Plan. Wer führt den Stoßtrupp? Wie kann ich denn opfern? Ich würde sagen, Takate. Komme Legion! Dies sind die Worte des ersten Kyrios! Schwört Cassia von Tennos ab und alle Strafen werden euch erlassen. Alle Sünden werden vergeben. Erneut soll euer Platz brauchen wir noch Emir sein. Schwört der Verräterin ab. Ruhe. Oder der Bann des Schweigens wird euch treffen. Gott, ich hoffe, der sagt das nicht die ganze Zeit. Okay, auf jeden Fall haben wir hier auf jeden Fall Reichweite. Das ist schon mal ganz gut. Wir sind hinter den Armeen. Die gucken alle in die Richtung. Interessant. Warum? Keinerlei Truhen, die ich mitnehmen kann. Sehr wahrscheinlich dürfen die nicht abschießen, die Teile. Okay. Legen wir los. Rekamaluks Sohn kümmert sich um die Feinde. Drehe die Katapulte um 180 Grad und versuche so viele Schüsse wie möglich abzugeben, um den Hauptangriff im Westen der Stadt zu unterstützen. Danach gib dich mit allen Kämpfern zur Fluchtzone. Hä? Fluchtzone? Also hier wieder hin. Das heißt, wir hauen die kaputt und drehen die Katapulte. Verstehe. Hier, Brandfässer finde ich nicht gut. Gehen wir bis da. Okay, die kann man nach da umwerfen. Frage ist, kommen von rechts denn noch welche? Geschwächt. Hm.
Frage, wenn ich das Fass mache, erwische ich wahrscheinlich die anderen mit. Das wäre nicht so gut. Okay, sie haben es alle mitbekommen, wie es aussieht. Der flieht. Ui, kann der auch Magie? So, du hast noch 25. Okay, der kann da nicht drum herum, das ist doof. Dann folg mal denen da, damit wir da ein bisschen rüberballern können, der ist schon verwundet. Okay, wir kümmern uns da nicht drum, wir drehen direkt die Winde, weil das wird wieder auf Zeit gehen. Triffst du nicht? Warum? Steht doch direkt vor dir. Da wird gleich einer noch hinten rumgehen. Vielleicht haben wir dann da ein bisschen Feuer. Das ist ganz gut, dann geht er da durch. Und kannst du den schon drehen? Nee, du musst den erst töten. Wieso haben wir deine Kampfwerte nicht da oben? Na also. Mach mal einen Wurfschlag und zeig, was du kannst. Bäm, 21. Ah, das ist schon nicht schlecht, ne? Was näher rangekommen. Stell dich mal hier rüber, dann kannst du dem weiter ein bisschen was ausrichten. Sehr gut. Genau. Weiter drehen, Takate. Hä? Ich hab's wieder in die Ausgangsposition getan. Warum? Ich muss also bei einer Winde bleiben und die immer weiter drehen. Ich honk. Okay, das wusste ich nicht. Das bedeutet, wir sollten uns schnell darüber bewegen. Und überall einen stehen haben bei den beiden Katapulten, die immer wieder in dieselbe Richtung drehen. Okay, das nach links, das nach rechts drehen. Ich dachte, ich muss beide drehen, damit wir die Position erreichen, aber dem ist wohl nicht so. Okay, ich würde sagen, du lässt hier nochmal eine größere Runde gehen. Ausgeschaltet, sehr gut.
feindlicher Kurier, okay. Ja, du könntest draufhauen, aber ich glaube, momentan ist es wichtiger. Ja, es sind viele Gegner hier, ne? Ja, es sind ein bisschen viele Gegner hier. Klingensturm kannst du nicht mit Speer. Der hat ja fast gar nichts mehr. Töte den mal. Hä? Der hatte doch Nummer 6, oder? Nein. Nein. Was war das, Insektoid? Mist. Hätte ich einen Todesstoß machen sollen. Dreh das mal. Grom ist jetzt sehr sauer. Okay, Grom. Hau drauf. Bam. Macht mir Sorgen. Schauen, wo der hinrennt. Ah, nicht getroffen. Ärgerlich. 45 noch, warum? Der ist weg. Super. Ja, Passierschlag und dann ins Feuer rein. Clever von dir. Ich glaube, die fliehen. Und der Kurier wollte wohl darüber. Da kommt Nachschub. Das ist nicht gut. Aber du musst nochmal... Ah, nein! Ah, falsche Seite. Dreimal drehen die Winde. Eine haben wir. So, können wir die auch abschießen jetzt irgendwie? Auslöser. Ah, ich verstehe. Aber den Auslöser kommst du nicht dran. Kommst hier gar nicht durch. Schande, was machen wir denn jetzt? Können wir hier ein paar Sachen kaputt hauen, damit wir uns einen Weg schaffen? Frage ist, wo will der Kurier hin? Wieso kann ich auf das Feld da nicht? Geh erstmal da hin. Mann, du Mistvieh. Zweimal hintereinander. Da ist der dreckige Kurier. 45. Ich habe mich ein bisschen was entferne. 100. Sehr gut. Ah, schade, nicht neben den Flammen geblieben. Löst das mal aus. 1 von 6 Zielen getroffen. Ich muss das 6-mal machen. Gibt es hier noch mehr Katapulte? Moment mal. Nö. Ich habe nur die beiden. Kann man das irgendwie nachladen? Kann man nicht, ne? Thank you.
Ja, aber wenn ich zwei Stück schon habe, reicht das schon, damit es einfacher ist, wenn da sechs bestimmte Ziele sind in dem Gebiet. Shit, von Rufe treffe ich dich. Den da treffen. Kann ich wohl so vergessen. Jetzt ich mal darüber, du drehst gleich mal mich hin. Nachladen. Warum? Zu nah dran. Ne, immer noch 45 wegen dem Feuer vielleicht. Mist. Ah, hat er ausgereicht. Kurier. Ja, super. In der Spielrunde haben wir... Ah, die laden immer wieder nach. Das ist cool. Da müssen wir einfach nur mal wieder den Auslöser machen. Dann mach mal. 2 von 6 zählen. Super. Dann drehen wir die andere aber auf jeden Fall jetzt gleich auch noch. Pfeilhagel! Geht in Deckung, Leute! Ja, der hat immer noch keinen Weg. Muss nämlich einen Platz schaffen. Hätte ich vielleicht besser hauen lassen. Okay, wir müssen also 6-mal schießen. Habe ich mit dem ja schon ein paar Mal geschossen. Kannst du dir mal helfen, ein bisschen die Winde zu drehen? Ich weiß nicht, ob du es von da auch kannst. Ja, du bist Kanonenfutter momentan, ne? Geh schon mal zurück. Hast hier sowieso nichts zu tun. Ich will die drehen. Insektoid. Stopp. Nachschub. Na, jetzt kann auch der Ogre wieder mit tanzen. So, letzten Machtakate. Und wir können uns langsam zurückziehen. Ja,
nichts mehr zu zerstören. Sehr gut. Okay, Flucht würde ich sagen. Einfach da runter. Durch das Feuer, genau. Wir noch dabei. Wir stehen eigentlich schon halbwegs richtig. Gehen wir trotzdem hier runter. Ach, du siehst den nicht. Warum siehst du den nicht? Seltsam, ne? Geh auf die Position. Ja, durch das ganze Feuer. Darüber. Haha, Passierschlag. Kann passieren. Ha! Ja, kam von uns jetzt einer. Es könnte sogar sein, dass nur Takate dahin muss, damit die Runde beendet ist. Weiter hoch, damit die da noch durchkommen. Behindert er. Er macht zwar ganz gut Schaden, hält viel aus, aber er ist eine Behinderung. Weil er einfach zu viel Platz wegnimmt. Das scheint nicht zu Ende zu sein. Wie mache ich das denn? Das ist ja total doof. Der muss irgendwie genau da drin stehen und braucht also so ein Feld. Sehe ich das richtig? Das geht nicht. Wenn der so ein Feld in Anspruch nimmt, können nicht mehr alle drin stehen. Vielleicht reicht das schon. Wir müssen doch nur noch fliehen. Mann, jetzt kriegen wir deswegen hier so ein Problem, weil der so riesig ist. Ja, weiß der Geier, keine Ahnung.
kann ja auch nicht mehr raus jetzt. Ist das ärgerlich. Ich kann aber auf jeden Fall ein Feld weiter runterschicken, dann ist er drin, oder? Komm, warten wir ab, bis wir wieder beim Ogre sind, da. Aber das ist schon ein bisschen doof geregelt. So, jetzt geht bitte ein Feld weiter runter. Und damit sollte hier Sense sein. Krass. Hoffentlich rettet es dir die Haut, Silberspinne. So, damit ist jetzt der Hauptkampf erleichtert, vermute ich. Ein Magierschwert. Korspieß. Währenddessen stürmte Cassias wilde Schar die nördlichen Ausläufer der Stadt. Niemand stellte sich der Legion in den Weg, niemand hielt sie auf. Erst als sie die Mauern des Sonnenbergs erreichten, sahen und hörten sie, was Marwan vorbereitet hatte. Ja, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis demnächst, euer Chojin.